Die sieben besten Orte, um Frauen kennenzulernen und passende Gesprächseinstiege für jede Situation. Der erste Ort, den ich mit dir teilen möchte, ist nicht direkt ein Ort, sondern es geht darum, einfach an Orte zu gehen, die deinen Hobbys und deinen Interessen entsprechen. Weil meiner Meinung nach ist es am leichtesten, wenn du etwas tust, was dir Spaß macht und wenn du in deinem Element bist. Weil dann strahlst du diese Freude ganz einfach aus. Und das zieht einfach Menschen zu dir hin. Menschen fühlen sich immer zu Menschen hingezogen, die irgendetwas tun, was ihnen wirklich Spaß und Freude bereitet. Das bedeutet, wenn du vielleicht gerne irgendwie meditierst oder so, dann geh einfach irgendwie in eine Meditationsklasse. Da findest du auch immer sehr fitte, schöne, intelligente Frauen und so weiter. Und wichtige Sache zum Beispiel ist auch, geh bitte nicht irgendwohin nur mit dem Gedanken, Frauen kennenzulernen. Also geh dort in erster Linie aus der Motivation hin, dass du da hingehst, einfach um für dich eine coole Zeit zu haben, weil sonst wirst du einfach diese Inkongruenz ausstrahlen, dass die anderen Leute einfach merken, okay, der ist gar nicht hier, um wirklich diese Sache zu tun, sondern der ist hier nur hier, um irgendwie Frauen abzuschleppen. Und das ist meistens, kommt meistens nicht so gut an. Dann der zweite Ort ist im Park. Ich finde, Parks sind super coole Orte, um Frauen kennenzulernen, weil du dort vielleicht in der Mittagspause oder so viele Frauen sehen wirst, die dort einfach irgendwie ihre Mittagspause verbringen und oft wirklich froh darum sind, wenn ihnen irgendjemand Gesellschaft leistet. Oder vielleicht bist du auch irgendwie beim Joggen im Park oder so. Dann kannst du einfach eine Frau ansprechen, irgendwie, hey, du bist die schnellste Frau der Welt, was ist dein Geheimnis? Irgendwie sowas, mach es immer, dass es zu dem Kontext passt. Und weißt du, wenn du dann mit ihr redest, kannst du sie danach vielleicht noch irgendwie fragen, ob sie Lust hat, noch einen Tee zu holen oder irgendwie ein Croissant irgendwo zu essen. Und dann könnt ihr gemeinsam noch irgendwie die Sonnenstrahlen vom Morgen oder vom Mittag oder wo auch immer genießen. Oder vielleicht siehst du auch irgendwo im Park eine Frau auf der Parkbank sitzen mit einem Buch oder so. Dann kannst du sie einfach fragen, hey, was liest du? Darf ich mich zu dir setzen? Und du wirst erstaunt, vielleicht sogar schockiert sein, wie viele Frauen da offen für sind und wie viele sagen, hey, ja, gerne. Dann ein anderer guter Ort, um Frauen kennenzulernen, ist im Urlaub. Und das hat einfach ganz ehrlich gesagt den Grund, weil im Urlaub bist du richtig entspannt, richtig. Du hast keine Sorgen. Du bist damit beschäftigt, weiß ich nicht, irgendwie Kokosnusssaft und Screwdriver an der Strandbar zu trinken. Du kannst die Beine hochlegen, die Zunge ist gelöst und der ganze Stress liegt irgendwie viele, viele, viele Flugkilometer entfernt über dem Ozean. Also wieso nicht einfach irgendwo in dieser lockeren Atmosphäre einfach eine Frau ansprechen. Und du wirst dort zahllose Möglichkeiten finden, irgendwie am Buffet, vielleicht gibt es irgendwie Internetcafés oder so, oder beim Trödeln auf der Markt. Also die Möglichkeiten sind hier wirklich endlos. Dann, Ort Nummer 4 ist auf der Straße im Asphaltdschungel. Und das ist für mich persönlich einer meiner Favoriten. Und warum? Der ganze Grund dahinter ist, dass das wahrscheinlich der Ort ist, wo du die geheimnisvollste Ausstrahlung haben wirst und dich von den meisten Männern da draußen extrem abheben wirst, weil es einfach niemand tut und weil kein Mann fast dazu den Mut hat. Aber die Wahrheit ist, stell dir vor, du siehst zum Beispiel eine Frau auf der Straße laufen, die ist irgendwohin unterwegs. Du kannst fremde Frauen einfach so ansprechen. Du kannst einfach sie ansprechen, zu ihr hingehen und sagen, hey, was machst du gerade? Wo bist du gerade auf dem Weg hin? Oder einfach, hey, ich finde, du siehst super cool aus und so weiter. Und dann kannst du einfach mit ihr ein Gespräch anfangen. Und wenn sie jetzt zum Beispiel sagt, hey, ich habe es gerade eilig oder so weiter, dann kannst du auch einfach sagen, hey, okay, cool, kein Stress. Ich begleite dich noch eine Minute oder so, dann bin ich weg. Und du kannst auch einfach dann sie nach ihrer Telefonnummer oder so weiter fragen, hey, okay, wenn du jetzt gerade keine Zeit hast, lass uns doch mal Nummern tauschen, dann können wir uns vielleicht später treffen, wenn du Lust hast.
Dann der nächste Ort ist im Supermarkt. Na, viele Frauen gehen im Supermarkt und es gibt erstaunlich viele Frauen, die irgendwie genauso verplant beim Einkaufen sind wie ich, die irgendwie durch die Regale schlendern und nicht so wirklich wissen, Scheiße, was soll ich heute kochen? Und wenn dir sowas auffällt, sprich es einfach an, sag, hey, du siehst auch so aus, als würdest du heute nicht wissen, was heute Abend auf den Herd kommt oder irgendwie sowas. Oder vielleicht siehst du sie, wie sie unglaublich viele Selleriestangen einpackt oder irgendwie sowas. Dann kannst du sagen, hey, machst du heute Selleriesaft? Und das Wichtige bei jedem Ort, egal wo du bist, wenn du eine Frau ansprichst, mach es mit der Neugier eines kleinen Kindes. Ich sage immer, gute Gesprächseröffnungen, die haben mit etwas, mit einem Kind zu tun, das die Hände nach einem Eis am Stiel ausstreckt. Weil wenn ein Kind ein Eis sieht, dann ist es einfach, oh, gib mir das Eis, ich will das Eis. Und mit derselben Neugier und mit derselben Unschuld solltest du auf Frauen zugehen. Das heißt, egal an welchem Ort, wenn du eine Frau siehst, nimm das Erste, was dich inspiriert an ihr. Und komm nicht erst mit diesem ganzen Bullshit, hey, ich bin der Klaus, ja, ich bin jetzt hier auch auf dem Urlaub, wie lange bist du schon hier? Ja, ich bin jetzt auch schon lang hier, aber Wetter ist toll hier, oder? Sondern nimm das Erste, was dir auffällt. Zum Beispiel, vielleicht fällt dir auf, dass sie irgendwie ein Tattoo hat oder so weiter. Und dich interessiert dieses Tattoo, weil es irgendwie interessant aussieht und dich die Bedeutung dahinter interessiert. Dann sprich sie nicht an mit, hey, ich bin der Klaus, sondern sprich sie an mit, hey, geiles Tattoo, was bedeutet das? So ungefähr. Und dann ein anderer guter Ort, um Frauen kennenzulernen, haben Freunde und ich ganz oft im Sommer gemacht, ist der Badesee. Na, weil das ist irgendwie ein ähnliches Gefühl, Urlaubsfeeling. Die Leute dort haben nichts zu tun, sind offen und du kannst dort einfach Frauen ansprechen. Geheimtipp ist von mir, nimm irgendwie was mit, nimm vielleicht ein Kartenspiel mit, nimm irgendwie Snacks mit und wenn du dort mit Frauen ins Gespräch kommst zum Beispiel, dann lad sie einfach mit einem Kumpel auf eine Partie Uno oder so ein bei dir auf dem Strandtuch, weißt du, es muss wirklich nicht kompliziert sein. Und du kannst dort Frauen ansprechen mit was auch immer du willst. Vielleicht siehst du eine Frau, die irgendwie aussieht, als wäre sie aus Spanien. Dann sprichst du an mit, hey, du siehst aus, als wärst du Spanierin. Und dann wird sie sagen, nein, das stimmt gar nicht, ich bin Portugiesin oder irgendwie sowas. Dann, Ort Nummer 7 ist in Bibliotheken. Ich persönlich lese gerne Bücher, ich bin introvertierter Typ, ich mag gerne Frauen, die Tiefe haben, die intelligent sind. Deswegen spreche ich, finde ich, suche ich diese Frauen in ihrem natürlichen Habitat. Das ist übrigens auch ein Geheimtipp für dich. Du musst wissen, welche Frau will ich eigentlich. Wenn du eine Frau willst, die tief ist, die intelligent ist, mit der du nachts philosophieren kannst, was auch immer, dann und du das reverse engineerst, also wo würde ich diese Frau vielleicht am ehesten finden, wo hält sie sich auf, dann wirst du wahrscheinlich ziemlich schnell erkennen, okay, wahrscheinlich ist die Frau nicht die Frau, die irgendwie um 3 Uhr morgens am Samstag mit 3 anderen Blondinen mit Selbstbräuner im Matrix in Berlin tanzt zu Musik von Pitbull, richtig? Sondern such diese Frauen an dem Ort, wo sie natürlich sind. Und das ist zum Beispiel Bibliotheken, ist ein super Ort, um Frauen kennenzulernen. Vor allem der Gesprächseinstieg ist da schon für dich gemacht. Hey, was suchst du für ein Buch? Hast du schon ein cooles Buch gefunden? Was liest du gerne? Was sind deine 3 Top-Bücher? Was auch immer. Und vor allem das Interessante ist, du kannst es sofort als Werkzeug benutzen, um mit dieser Frau weiter zu kommunizieren. Weil die Wahrheit ist, Bücher offenbaren gewissermaßen unsere Seele, so klischee, kitschig es sich vielleicht auch anhört. Was du liest, sagt viel über dich selber aus. Und deswegen
hat ein Buch, das eine Frau liest, sehr wahrscheinlich viel damit zu tun, wer sie ist oder was sie gerade beschäftigt. Zum Beispiel, wenn eine Frau gerade im Buchladen ist und sich das Buch Atomic Habits anschaut, dann könnte es wahrscheinlich sein, dass diese Frau gerade daran arbeitet, bessere Gewohnheiten zu bilden. Dann könntest du sie ansprechen mit, hey, arbeitest du gerade auch daran, dass du morgens nicht auf dein Smartphone als erstes schaust, sondern zuerst etwas tust, was dich wirklich weiterbringt, was dich wirklich weiter voranbringt. Das ist das. Das sind die sieben besten Orte, meiner Meinung nach, um Frauen kennenzulernen. Es gibt sicherlich noch viele, 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 viele Orte mehr, wie ich der Ovid schon mal gesagt habe. Was fragst du mich noch nach Orten, um Frauen kennenzulernen? Die Anzahl der Sandkörner wird geringer sein. Und genau das ist es. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann sehen wir uns vielleicht im nächsten Video wieder. Und ich sage einfach mal, bis dann, wir sehen uns. Peace.